Und Jens hatte mich dann angeschrieben. Vielen Dank. Darf ich deine E-Mail-Adresse weitergeben? Da sind ein paar Jungs, die möchten dich gerne kennenlernen. Have a little self-respect, don't wanna put you on blast, but you should go ahead and practice. Shut the fuck up right now, yeah, let me read. Shut the fuck up right now, let me do my thing. Slow down, slow down, slow down. Quit hitting my phone up, quit hitting my phone up, quit hitting my phone. Slow down. Also 2003 habe ich den aus Nordhausen erworben. Also ich habe das Auto damals in einer Tuning-Zeitung gesehen, dass er da angeboten wurde, und da habe ich gesagt, genau sowas suche ich. Und da habe ich gesagt, was habe ich zu verlieren? Ich biete ihn einfach mal meinen Golf 2 an. War auch fertig aufgebaut. Tief, breite Felgen. Jetzt werden einige sagen, oh. Ja, haben tatsächlich viele auch damals gesagt, ne, bist denn du irre? Du kannst doch nicht deinen schönen 2er Golf hier in eine Pappe tauschen. Ja. Es dauerte auch nicht lange, dann bekam ich die Antwort, lass uns mal treffen. Somit bin ich dann mit meinem Golf nach Nordhausen gefahren. Wir haben uns dann getroffen und dann habe ich mich in das Auto verliebt. Eins, zwei Wochen später war das, glaube ich, haben wir dann den Deal dann perfekt gemacht. Haben wir dann die Fahrzeugpapiere getauscht und somit war das dann unter Dach und Fach. Dann habe ich ihn erstmal, ich glaube ein, zwei Jahre, in äußerlichen Erscheinen erstmal so weitergefahren. Ich habe dann schon angefangen, den Innenraum nach meinem Geschmack zu machen. Da war aber noch nicht gelb. Nein, nein, okay. Da war er noch orange. So, dann habe ich angefangen, Kofferraum zu bauen, so die Technik so zu überholen. Also so für mich, dass ich wirklich sagen kann, ich möchte zufrieden damit fahren. So, und dann 2005, 2006 hat es mich dann geritten, weil dann halt eben die Karosserieschäden dann halt eben immer größer wurden. Dann kam da Risse. Da kamen Risse, da hat sich der Lack gehoben. Die Dome, die waren komplett gebrochen, gerissen. Und dann habe ich gesagt, jetzt radikal. Weg von dem Stempel aus Nordhausen. Das Auto wird meins. Keine Frage, die Karosserieform war immer das Fundament aus Nordhausen. Das streite ich auch nie ab. Aber so wie er jetzt dasteht, ist es halt eben Arbeit von mir. Und halt von meinem Schulfreund und Lackierer. Und halt den von meinen Freunden aus Dresden. Naja, auf jeden Fall haben wir dann angefangen, das Auto komplett zu strippen. Also wirklich bis auf die Rohkarosse alles raus, was geht. Und dann haben wir wirklich komplett neu angefangen. Das heißt Spachtelarbeiten, die Risse komplett aufgemacht, alles ordnungsgemäß zugemacht. Dadurch, dass er ja Karosseriebauer ist und Lackierer, war ich dann natürlich auch an der besten Adresse. Und er selber auch Trabantfahrer war und ist, und somit war das eigentlich eine richtig geile Arbeit, die wir zwei uns da angetan haben. So, und dann war der halt eben fertig lackiert und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Dann bin ich zu meinem Sattler gefahren, habe gesagt, du, pass auf, ich brauche irgendwas, was knallt im Parallel zu der Farbe. Also irgendwas, was sich richtig beißt. Und da hat die gesagt, du, pass auf, ich habe hier so ein Kaffeebraun, und dann habe ich das Muster mitgenommen, habe das dran gehalten, habe gesagt, gut, gefällt mir, passt. Und dann haben wir erstmal angefangen, Sitze, Türpappen, Armaturenbrett, Lenkrad und das Soundboard und Hutablage. Und dann habe ich auch gesagt, irgendwas fehlt hier noch, das ist mir alles zu viel Lack. Ja. So, und dann kam halt eben peu à peu, dass ich gesagt habe, jetzt greifen wir nochmal richtig an, der Kofferraumausbau. Teile von unten, wie Tank von unten, Antriebswellen sind beledert, ein Wischermotor ist beledert, Lüfterrad ist beledert, ein Catchtank unter dem Scheinwerfer ist beledert. Also ich habe hier das erste Mal gesehen, dass jemand einen Tank beledert hat. Da frage ich mich nach der Sinnhaftigkeit, aber gut. Ja, Anlasser ist Teil mit beledert, Spiegel beledert, der Überrollkäfig komplett beledert. Und alles halt eben mit gelber Ziernaht. Das war halt eben für mich wichtig, dass ich halt eben diesen Farbton vom Auto auch in diesen Braun halt eben wieder mit reinbringe. So, und dann bin ich halt eben bis 2013 bin ich halt eben dann so gefahren.
muss ich dazu sagen, dass dieses Fahrzeug damals noch ein anderes Heck hatte. Mhm. Mit gedrehten Fiat Brava Rücklichten. Ja. Was mir damals dann überhaupt nicht mehr gefallen hat, weil das hat in diesem neuen Look die komplette Form und das Auto irgendwo kaputt gemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt nochmal komplett auseinanderreißen und neues Heckblech rein. Dann haben wir uns mühsam hingesetzt, das Heckblech rausgetrennt, ein neues eingesetzt. Der hatte ja damals keine Stoßstange hinten. Vorne war eine dreiteilige dran. Die habe ich dann natürlich auch gleich ausgetauscht und einen kompletten Satz von demselben Typ der Stoßstange inklusive Schürze unten. Die haben wir dann hinten auch mit angepasst, dass das alles funktioniert. Und dann haben wir 2013, 2014 noch einmal komplett neu lackiert bis aufs Dach. Ja. Dann kam gleich Lampenringe ohne bösen Blick, weil ich gesagt habe, brauche ich nicht mehr. Das hatten wir früher alles. Ja. War cool, muss ich nicht mehr haben. Dann gleich umgebaut auf Golf 1 Scheinwerfer mit Fadenkreuz. Zugelassen, eingetragen ist wirklich alles. Ja, und dann ging das halt eben weiter, dass ich dann angefangen habe, den Motor zu machen. Dass ich gesagt habe, die 26 PS sind mir halt eben ein bisschen zu wenig. Dann kamen halt eben andere Golfzylinder, Vergaser, Luftfiltersystem wurde dann komplett geändert. Und über eBay Kleinanzeigen fand ich dann zwei taffe Jungs aus Jüterbock. Die habe ich dann angeschrieben, die haben inseriert, wir bauen Resonanzauspuffanlagen. Die habe ich dann angeschrieben. Vorab hatte ich schon ein Rolldiagramm gehabt vom Prüfstand. Das habe ich den Jungs rüber geschickt. Die fanden die Idee eigentlich ganz cool, weil sie sowas in diesem clean Look noch gar nicht hatten. Die hatten alles so Stocker, ja. Racing. Aber so in diesem clean Showlook hatten sie es noch gar nicht gehabt. Und kurzerhand haben wir uns dann in meiner alten Werkstatt damals getroffen, haben sie halt den Bilder gemacht, Abmaße genommen, haben wir dann halt eben besprochen, wie bauen wir zwei Blasen, bauen wir eine Blase. Ich fand die Form, die sie vorgeschlagen haben, eigentlich übelst cool. Und dann haben wir uns halt eben entschieden, wir bauen eine Blase. Und dann drei, vier Wochen später haben sie angerufen, deine Auspuffanlage ist fertig. Dreh schon mal deine Zylinder. Und dann habe ich dann kurzerhand dann die Zylinder gedreht, dass wir halt eben jetzt hinten rauskommen. Ja. Und hat doch von Anfang an super gepasst. Also wir mussten nichts nochmal nacharbeiten. Okay. Die Jungs haben echt super geile Arbeit gemacht. Und Akustik hast du ja vorhin hören dürfen. Ja. Hat gerade echt gepasst mit der Hupe. 2014 habe ich ihn dann verkauft. Zum Rumstehen ist er mir zu schade. Ich habe das Auto trotzdem irgendwo nie vergessen. Wie gesagt, egal welche Autos ich damals dann noch gebaut habe, ob Käfer oder Golf 1 in der Zeit. Man sieht sie ja im Internet, wenn man irgendwo rumguckt und man sieht irgendwo auf der Treffen sein Auto wieder. Ja. Wo man sagt, eigentlich war es dumm. Und durch einen dummen Zufall habe ich ihn 2018 muss das gewesen sein, bei einem YouTube-Video im Hintergrund gesehen. Und da habe ich schon gesehen, irgendwas stimmt an dem Auto nicht. Ich habe dann festgestellt, dass da halt eben Klinken montiert worden sind, dass irgendwelche Dekorationen dran gebaut sind, die eigentlich komplett geistfrei waren. Ja, und dann habe ich so halt eben die letzten Jahre dann halt eben ohne diesen Auto trotzdem irgendwo noch meinen Weg gemacht. Wie gesagt, mit Golf 1, VW Käfer. Aber es war nie das. Ja, es waren schöne Zeiten. Wie gesagt, das war aber nie dasselbe wie mit ihm. Ja, die Autos waren da, ich war auf Treffen. Ja, es haben sich auch viele gefreut, was ich da gebaut habe. Aber es war trotzdem nie dasselbe wie mit ihm. Breitbauten schon ein Highlight, weil die ja es so gibt nur drei. Genau, das ist halt so selten. Das ist Bass Designer, das ist der blaue von Thomas und das ist meiner. Aber das sind die drei Autos, wo man wirklich sagt, die sind aus der Zeit, die sind unverbastelt. Gut, ich meine, ich habe ihn jetzt nochmal neu lackiert. Hätte ich ihn jetzt in den Orange gelassen, wäre es nie mein Auto gewesen. Ich wollte halt eben immer meinen eigenen Stempel aufdrücken. Um endlich von der Schiene, das ist das Auto aus Nordhausen, von dort. Das ist ja, tut ja auch gerne abstreiten. Ja.
Aber so wie das Auto hier steht, es ist, genau, und so habe ich das Problem seit 20 Jahren, da fässt sich jeder an den Kopf, wo wir sagen, du hast das Auto dreimal komplett umgekrempelt. Das ist ja jetzt das vierte Mal, jetzt die letzten zwei Jahre, aber da können wir ja dann nochmal. Wie gesagt, ich habe mir ja deswegen auch stechen lassen, so wie er damals aussah. Das sind die zwei wichtigsten Dinge in einem Bild. Freut mich, und jetzt kriegst du deinen Sohn. Jetzt erleben wir mal live Emotionen. 2020 habe ich dann über meinen Lackierer dann die Möglichkeit gekriegt, ihn wiederzukriegen. Wir bezahlen dir den und du bezahlst den bei uns ab, so wie es geht. Okay. Das ist erledigt. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Alle natürlich, die Annonce sehen. Und dann ging es los. Telefon stand nicht still. Alter, hol das Auto zurück, das muss nach Hause. Naja, und dann haben halt eben meine zwei Freunde dann halt eben die Initiative ergriffen und haben gesagt, du pass auf, wir holen den erstmal her, gucken uns die ganze Geschichte an und dann sehen wir weiter. So, und dann habe ich ihn dann zu mir nach Hause geholt und dann ging leider das ganze Debakel von vorne los. Auto war nicht fahrbereit, die Technik war komplett im Eimer. Und dann ging das halt weiter, Auto funktionierte gar nicht, Elektrik war komplett verfriemelt. Das ging halt eben so weit, dass ich vor zwei Wochen einen Motorschaden hatte. Ich bin jetzt gerade aktuell erstmal noch auf Serie wieder, motortechnisch. Dass ich erstmal überhaupt das Auto nach zwei Jahren, was ich ihn jetzt besitze, erstmal fahren kann. Also das, was wir heute geleistet haben an Fahrvideos, es waren in den letzten zwei Jahren oder letzten Jahren an sich die weiteste Strecke, die das Auto bis jetzt erstmal wieder gesehen hat. Dafür kriegst du einen Strafzettel. Den nehme ich gerne in Kauf. Die nächsten Umbauten, die liegen schon auf der Werkbank. Nichtsdestotrotz werde ich mich wohl von meiner Blase jetzt erstmal trennen müssen. Die verkraftet leider der Serienmotor nicht. Genau das ist nämlich unsere Planung, dass wir uns dann hinsetzen und dann halt eben Ein Motor richtig bauen, richtig Kurbelwelle, Kolbenzylinder. Zündanlage kommt jetzt demnächst, eine Kennfeld-Zündanlage hatte ich schon mal drin gehabt, leider war diese nicht mehr da. Ja. Dann bauen wir halt den Motor von Grund auf neu. Die Blase kommt definitiv wieder rein, weil A schon wegen der Optik und B wegen der Geräuschkulisse. Definitiv ist das Wichtigste euer Treffen für mich und das ist halt eben mein Ziel, dass ich da problemlos störfrei fahren kann. Vielleicht ergibt sich irgendwas, dass ich doch dann irgendwo noch einen guten Motor dann bis dahin noch bekomme, zusammengebaut kriege. Wer weiß. Gut, Christian, dann haben wir die Geschichte jetzt von dem Auto gehört. Wir hoffen, dass das YouTube-Video jetzt der Geschichte des Fahrzeugs ein bisschen gerecht wird, weil wir hier wollten, dass das auch mal erzählt werden kann. Dann bedanke ich mich, dass wir hier sein durften. Vielen Dank für euren Besuch. Für den schönen Ausflug. Hat riesen Spaß gemacht. Und sehen uns auf dem Treffen wieder. Spätestens dort. Na denn, stehen wir jetzt auf und gehen.